Herzlich willkommen zum Feierabend, dem letzten dieses Jahr, der vom VDF NRW veranstaltet wird. Aber nächstes Jahr geht es weiter. Ich sage da am Ende noch ein bisschen was dazu. Heute sind wir natürlich erstmal mitten in der Adventszeit angekommen und Jürgen Boll ist unser Referent und der erzählt euch gleich was zum Thema Advent, Advent, ein Kerzlein brennt, Wissenswertes und Experimente rund um das Thema Flammen. Okay, wir haben kurz im Vorfeld schon hier intern ein bisschen was besprochen. Der Stefan macht die Technik im Hintergrund und kümmert sich darum, dass alles läuft, auch mein Ton, obwohl dafür war ich selber verantwortlich. Ich bin ehrlich, ich habe vergessen, mich freizuschalten sozusagen. Okay, also Fragen könnt ihr gerne stellen, immer zwischendurch. Wir haben den Chat im Auge, auch wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, meldet euch bitte. Fragen, wie gesagt, stellen wir dann immer zeitnah. Ich versuche dann einfach reinzugrätschen und die zu stellen. Okay, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und übergebe an den Referenten Jürgen Boll. Bis später. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zum heutigen Feierabend. Ich hoffe, dass man mich hört und dass ihr mich euch seht, dass ihr mich auch seht. Ich habe hier leider wenig Möglichkeiten, euer Feedback direkt zu sehen. Ansonsten denke ich, würde sich Sibylle melden, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, mein Name ist Jürgen Beul. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen aus dem schönen Kleve. Kleve liegt am Niederrhein, falls jemand nicht weiß, wo Kleve ist. Kleve ist eine aufstrebende Hochschulstadt mit etwas über 50.000 Einwohnern. Wir sind eine noch rein ehrenamtliche Feuerwehr und stellen halt den kompletten Brandschutz auf dieser Basis auch sicher. Ein bisschen was zu mir, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Einheitsleiter des Löschzuges Kleve. Ich leite den Fachbereich Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr Kleve. Bin Mitglied im Fachausschuss Ausbildung und Einsatz beim VDF NRW. In dieser Funktion heute dann auch mal hier als Dozent. Ich arbeite in der AG Realbrand, der AGBF NRW mit und bin auch hier und da als Gastdozent am IDF NRW unterwegs. Das soll aber zu mir, bis auf meinen beruflichen Hintergrund vielleicht noch kurz, schon fast alles gewesen sein. Auch beruflich beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema. Ich bin Geschäftsführer der Boll GmbH und Co. KG. Wir sind ein kleines Unternehmen im Bereich Groß- und Einzelhandel mit diversen Feuerwehrprodukten. Wir bieten Realbrandausbildung an. Das machen wir in Holland am dortigen Safety Center in Boxmeer, an realen Gebäuden, also nicht irgendwas mit Containern, sondern in realen Gebäuden und in realen Dimensionen. Und wir fertigen auch darüber hinaus so diese üblichen betrieblichen feuerwehrtechnischen Dinge, Feuerwehrpläne, Fluchtwegpläne und führen diverse Schulungen durch. Das soll es jetzt aber zu mir erstmal gewesen sein, denn wir wollen uns heute ja mit dem Thema Advent, Advent, ein Kerzlein brennt beschäftigen. Wissenswertes und Experimente rund um das Thema Flammen. Ob das, was ich heute Abend euch zeige, wissenswert ist, müsst ihr am Ende entscheiden. Keine Ahnung. Wir werden hier natürlich jetzt keinen rein wissenschaftlichen Vortrag über Flammen machen. So ein bisschen was davon ist natürlich mit drin. Aber ich möchte natürlich auch versuchen, den Bezug zur Realität herzustellen, also zu unserem täglichen Einsatzgeschehen. Und ich möchte euch versuchen zu zeigen, was man an einer Kerze an einer kleinen Flamme auch für den Einsatz draußen durchaus Interessantes und Wissenswertes lernen kann. Und ich werde euch viele Experimente zeigen, die mit dem Thema Flammen zu tun haben. Flammen,
Was sind eigentlich Flammen? Was ist dieses Ding Flamme? Ja? Was ist dieses flackernde Etwas, meistens gelblich, daherkommend, ja, das einmal einen sehr positiven Effekt haben kann, das aber auch vernichtend und gar tödlich sein kann? Ja? Was ist das eigentlich? Habt ihr euch eigentlich mal Gedanken dazu gemacht, über was wir hier eigentlich sprechen, wenn wir über eine Flamme reden? Was ist das für ein Ding? Was macht das? Ja? Wie entsteht es? Und ja, wirklich mal überlegt, was ist das eigentlich, die Flamme? Diese Überlegungen hat sich auch schon vor vielen, vielen hundert Jahren Michael Faraday gemacht. Michael Faraday, ein bekannter Physiker, ein Allround-Genie. Michael Faraday kennt ihr vom Faradayschen Käfig beispielsweise. Michael Faraday hat die Kerze als eins der interessantesten didaktischen Lehrmittel betrachtet. Und Michael Faraday hat 1860 gesagt: Ihr kennt die glänzende Schönheit des Goldes und des Silbers, das noch hellere Schimmern und Glitzern der Edelsteine wie Rubin und Diamanten, aber nichts von alledem kommt dem Glanz und der Schönheit einer Flamme gleich. Er hat eine ganze Vorlesung gehalten zu dem Thema Kerze oder hat anhand der Kerze an der Royal Institution in einer sogenannten Christmas Lecture, also einer Weihnachtsvorlesung, von daher passt das hier heute Abend auch ganz wunderbar rein, zu diesem Thema referiert. Und diese Vorlesungen waren nicht etwa für Wissenschaftler oder für Studenten gemacht, sondern für die Leute von der Straße. Hat also hier versucht, mit einfachen Mitteln Physik und Chemie den Leuten näher zu bringen. So ein bisschen ähnlich möchte ich das heute auch versuchen, euch das ein oder andere aus diesem Bereich auf einfache Art und Weise näher zu bringen. Was sind eigentlich Flammen? Die Frage habe ich ja vorhin schon mal gestellt. Ihr seht hier Flammen verschiedener Ausbildung. Ja, sei es eine Streichholzflamme, eine Kerzenflamme, eine Gasflamme, eine Flamme aus einer Feuertonne, die Flamme eines ausgedehnten Gebäudebrandes. Aber was ist denn das eigentlich, was wir da sehen? Ja, was ist denn das eigentlich, diese Flamme? Und hat diese kleine Flamme der Kerze oder des Streichholzes irgendetwas zu tun mit der großen des Gebäudes hier im Vollbrand ganz auf der rechten Seite? Ist das noch vergleichbar? Und wenn ja, wo ist es vergleichbar? Oder vielleicht auch, wo ist es nicht vergleichbar? Man kann an ganz kleinen Flammen schon eine ganze Menge erkennen. Ihr seht hier ein kleines Video, das habe ich auch kurz mal bei Facebook gezeigt. Das hat meine Frau gedreht von unserer Adventskerze, so mit Zeitlupeneffekten. Und an diesem Video kann man schon unheimlich viel sehen. Ja, wenn ihr euch diese Flamme mal anschaut, wie die sich so verhält, was die da so macht, kann man wahnsinnig viel dran erkennen. Ich habe mal aus diesem kleinen Video ein Standbild gemacht, nämlich dieses hier. Und ich finde, dass dieses kleine, erstmal nichtssagende Standbild, was man so eigentlich auch nur sieht, wenn man es aus der Zeitlupe raus betrachtet, dann fällt einem auf sicherlich, dass hier eine Flamme ist, die offensichtlich frei im Raum schwebt. Und hier sieht man noch, ne, durch den Wachs durch, die eigentliche Kerzenflamme ist. Und hier wird eigentlich schon etwas sehr Grundlegendes deutlich, was Flammen betrifft. Und ihr seht, selbst an so einer einfachen Kerze, an so einem einfachen Bild kann man eine ganze Menge erkennen. Was man dran erkennen kann, wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ihr seht hier eine Abbildung aus Chemie in unserer Zeit. Das ist ein Chemiewerk. Hier werden die Zonen einer Kerzenflamme beschrieben. Und so wie ihr diese Zonen der Kerzenflamme hier beschrieben seht, findet ihr sie ganz, ganz häufig und in vielen Fachliteraturen. Und hier wird die Flamme immer so dargestellt, als wenn sie sich so von unten nach oben aufbaut. Ja? Von unten wird die Luft reingezogen, dann gibt es da so einen Flammenkern, darum gibt es einen Mantel. Und da gibt es auch noch einen Flammensaum und da wird auch mit Temperaturangaben hantiert. Das ist so die Standardansicht, die man immer wieder gezeigt bekommt,
wenn es sich um Flammen handelt. Darauf möchte ich gleich auch nochmal zurückkommen und auch nochmal eingehen. Und dann müssen wir uns mal die Frage stellen, ob das eigentlich wirklich richtig ist, ob das so stimmt oder ob es vielleicht doch ein bisschen anders ist. Wir werden gleich mal sehen. Ich habe ein bisschen experimentiert und ich habe auch das ein oder andere Experiment, was Michael Faraday durchgeführt hat, nachgestellt. Und ein Klassiker, den ihr aber, glaube ich, alle kennt, ist das hier, der sogenannte Flammensprung. Ja, ihr seht hier eine Kerze, die gerade eben noch gebrannt hat. Die Flamme ist ausgeblasen und ihr seht, aus dem Kerzendocht steigt noch ein Rauch empor, ein weißer Rauch empor. Und hier oben haben wir ein Stabfeuerzeug und damit kann man dann, ich spiele es mal ab, zack, diesen Rauch, der dort aufsteigt, anzünden. Und ihr seht, obwohl die Flamme des Feuerzeugs ja gar keinen Kontakt hat zu der eigentlichen Kerze, hier nochmal in einer ganz langsamen Zeitlupe, kann ich die Kerze quasi aus der Ferne anzünden. Das heißt also, dieser Rauch, der dort aufsteigt von der Flamme, und ich denke, das kennt ihr eigentlich alle, ist ja eigentlich nichts anderes als Kerzenwachs. Verdampfter Kerzenwachs, denn das, was bei der Kerze ja eigentlich die Flamme macht, ist der Dampf des Kerzenwachses oder das Kerzenwachsgas, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und das kann ich auch tatsächlich aus der Ferne der Kerze anzünden. Hier haben wir also schon mal einen ersten Hinweis, dass das, was da irgendwas mit Flamme zu tun hat, irgendwas Gas, irgendwas Dampfförmiges sein muss. Die interessante Frage, die sich jetzt eigentlich stellt, ist, wie sieht denn eigentlich so eine Flamme im Inneren aus, so eine Kerzenflamme im Inneren? Da wollen wir einfach mal einen Blick reinwerfen mit so einem kleinen Trick. Das heißt, wir schauen hier von oben auf eine Kerze und diese Kerze zünden wir an und werfen dann mal einen Blick in die Flamme. Also jetzt nicht auf die Flamme, so wie wir es jetzt machen, sondern wir werfen mal einen Blick in die Flamme, wie die denn eigentlich so von innen aussieht. Jetzt fahren wir von oben in die Flamme rein, bis runter auf den Docht. Also von oben langsam runter, bis wir ungefähr am Docht ankommen. Daran erkennt man einen leuchtenden Rand und ein schwarzes, nennen wir es mal, Loch in der Mitte der Flamme. Das heißt also, irgendwas ist in der Mitte der Flamme drin und das, was da drin ist, damit wollen wir uns nochmal etwas genauer beschäftigen. Hier nochmal ein Standbild. Wir sehen also hier sehr schön den leuchtenden Rand und wir sehen in der Mitte, das ist also nicht der Docht, ne? Das große, was man, schwarze, was man hier sieht, der Docht ist hier in der Mitte und hier sehen wir was Großes, Schwarzes und rundherum leuchtet es. Das heißt also, demnach müsste die Flamme also hohl sein. Wenn wir an das Bild von vorhin zurückdenken, ne, dass sich die Flamme so von unten nach oben aufbaut, dann fragt man sich jetzt, an welcher Stelle sind wir denn da jetzt in der Flamme? Und das Interessante ist, dass eigentlich alle Flammen von innen so aussehen. Und ich hatte auch mal diese drei Bilder abgebildet. Und zwar eine Gasflamme, die Flamme eines festen brennbaren Stoffes und die Flamme einer brennbaren Flüssigkeit. Und wenn eine Kerzenflamme, die ja einen festen Stoff darstellt, aber der eben schmilzt und somit ja eigentlich zu den brennbaren Flüssigkeiten zählt, dann stellt sich die Frage, wie sehen denn die anderen Flammen von innen aus? Sehen die genauso aus oder liegt es wirklich am Docht der Kerze, dass die Kerzenflamme so aussieht, wie sie aussieht? Und als erstes Experiment habe ich hier einfach mal ein bisschen Alkohol genommen als brennbare Flüssigkeit. Und auch hier wieder schauen wir von oben auf die Flamme und wollen jetzt auch einen Blick in die Flamme werfen, was wir hier jetzt machen. Und siehe da, auch diese Flamme ist von innen hohl. Oder erstmal vermeintlich hohl. Das Ganze nochmal mit ein bisschen weniger Licht. Und hier sieht man sehr schön von innen hohl. Von außen diesen
leuchtenden, in blau und gelb leuchtenden Flammensaum. Und man konnte sehen, wenn man von oben nach unten runterfährt, dass eben offensichtlich die Flamme von oben bis unten eigentlich diesen hohlen Charakter macht. Ja, so wie wir es hier jetzt also sehen. Das heißt also, wir können auch bei der Alkoholflamme hier zumindest keine Schichtung, die von oben nach unten geht, erkennen. Und es sieht eigentlich genauso aus wie die Kerzenflamme. Bisschen größer, bisschen schöner, weil die Flamme einfach größer ist. Aber im Prinzip erstmal ganz genauso. Wie sieht die Gasflamme von innen aus? Wir schauen hier also jetzt von oben auf einen ganz normalen Bunsenbrenner und wollen jetzt mal in diese Flamme reinschauen. Und auch hier sieht man, die sieht genauso aus wie die Kerzenflamme und wie die Flamme der brennbaren Flüssigkeit. Hier seht ihr auch, wie man es macht. Man nimmt einfach ein Drahtgitter. Das könnt ihr zu Hause mit dem T-Sieb ausprobieren, aber vorsichtig, bitte kein T-Sieb aus Kunststoff nehmen. Es muss also ein T-Sieb aus Metall sein. Und fragt euren Partner oder eure Partnerin vorher, ob ihr es dürft, weil ne, es wird schwarz und rußig. Und dann einfach mal von oben in die Flamme reinführen und von oben reingucken. Und da werdet ihr genau das sehen. Und zwar egal, ob es eine Kerze ist, ob es eine brennbare Flüssigkeit ist oder wie hier ein brennbares Gas. Ich habe hier nochmal die drei Flammenbilder zum Vergleich nebeneinander gesetzt. Ne? Das Gas, die Kerze, die Flüssigkeit. Sieht alles erstmal gleich aus. Ja, die Farben sind ein bisschen anders. Ne? Das eine ist größer als das andere. Aber es geht erstmal ums Prinzip. In der Mitte haben wir erstmal was Hohles. Die Frage, ob sich das von oben nach unten schichtet, die beantworten wir gleich noch. Und auch beim festen brennbaren Stoff sieht die Flamme genauso aus. Also wenn man in eine Streichholzflamme von oben reinschaut, sieht auch das so aus. Was brennt da? Na klar, einmal das Gas. Bei der Kerze ist es der Dampf, ja, der Wachsdampf der Kerze. Bei der Flüssigkeit ist es wieder der Dampf der Flüssigkeit. Was ist es, was beim Feststoff brennt? Naja, auch hier ist es ja ein Gas oder ein Dampf, der dann letztendlich diese Flamme erzeugt, also der diese Flamme macht. Ich habe hier ein kleines Video mal gedreht. Das habe ich aufgezeichnet während einer Realbrandausbildung. Hier seht ihr einen kleinen Brandversuchsraum. In diesem Brandversuchsraum steht, ihr seht so einen Stuhl hier im Hintergrund, stehen noch ein paar andere Sachen drum. Aber interessant ist, dass das Brett, was vorne am Boden liegt, es brennt, achtet mal auf den Stuhl oben, ne? Da raucht jetzt weiß und zack, brennt der Stuhl. Das tut er auf seinem Sitzkissen auch. Und jetzt achtet mal unten auf das Brett, weil da spielen sich jetzt interessante Dinge ab. Wir haben also einen entsprechenden Brand, der kurz vor der Raumdurchzündung, also vorm Flashover steht. Wir haben eine enorme Hitzestrahlung, die von oben nach unten auf dieses Brett wirkt. Und ihr seht, was dieses Brett hier tut. Es raucht, es dampft. Es macht nämlich nichts anderes, als zu pyrolysieren, sich zu zersetzen und dabei brennbare Gase und Dämpfe zu erzeugen. Ja, ihr seht also, wie massiv dieses Brett, das übrigens selber nicht brennt, also zumindest keine Flamme aufweist, massiv brennbare Gase, also Pyrolysegase, Pyrolyseprodukte erzeugt. Und wir machen jetzt einfach mal so ein kleines Experiment in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich stelle einfach mal so die Frage in die Runde rein. Warum sieht man denn an diesem Brett, das so stark pyrolysiert, keine Flammen? Ich mache einfach mal so ein Bild da. Also es entstehen massiv brennbare Gase und Dämpfe. Warum sind am Brett keine Flammen zu sehen? So, jetzt seid ihr dran. Genau, jetzt seid ihr dran. Mal gucken, ob was eintrudelt. In F und A einfach munter drauf losschreiben, traut euch.
Die sind alle schüchtern, Jürgen, die Die trauen sind sich alle schüchtern, keiner nicht. möchte. Also wenn denn gar keiner möchte, dann gebe ich natürlich auch gerne gleich die Antwort. Aber Ach, warten wir vielleicht nochmal. stopp, es kommt doch noch jemand. Es Thomas. kommt noch was. Ja, Gut. Thomas meldet sich, weil die Zündtemperatur noch nicht erreicht ist, ist seine Antwort. Ja, damit hat der Thomas auch völlig recht. Genau das ist nämlich die Antwort auf die Frage. Die Zündtemperatur dieses brennbaren Gases ist einfach noch nicht erreicht. Warum ist das noch nicht erreicht? Schaut einfach genau hin, weil es massiv gekühlt wird durch die Frischluft, die ja im unteren Bereich des Feuers in Richtung Feuer gezogen wird. Ja, man sieht, die brennbaren Dämpfe und Gase gehen ja auch alle in Richtung Feuer. Es ist zwar heiß genug, dass die Pyrolyse einsetzt, aber noch nicht heiß genug, dass diese brennbaren Gase tatsächlich jetzt schon hier unten am Brett, ne, wo die Luft ja massiv in den Raum reingezogen wird, zünden. Das tun die erst, wenn die in den Raum reingezogen werden, sich verwirbeln mit der Flamme und dadurch wird die Flamme natürlich einfach nochmal um ein Vielfaches größer. Deshalb zünden also in dem Moment unten diese Gase nicht. Genau die richtige Antwort. Wir haben brennbare Stoffe, Flüssigkeiten, Gase, feste Stoffe. Und ich hatte auch bei Facebook einfach mal so als kleinen Teaser diese Frage reingestellt zum Thema Verbrennungsdreieck. Ja, ihr kennt alle das Verbrennungsdreieck. Die Frage ist, oder nach Verbrennungsdreieck brauche ich ja einen brennbaren Stoff, ich brauche Luft, Sauerstoff, ich brauche Wärme und Energie, um das Ganze in Gang zu bringen. Und wenn die Verhältnisse untereinander stimmen, gibt es Feuer, gibt es eine Flamme? Kann es eigentlich auch Flammen geben ohne brennbaren Stoff? Wenn ich also aus diesem Verbrennungsdreieck den brennbaren Stoff rausnehme, kann es Flammen geben? Eine, wie ich finde, interessante Frage und natürlich habe ich darauf auch eine Antwort. Und die Antwort lautet tatsächlich ja, beziehungsweise jein. Aber ja, es kann Flammen geben ohne brennbaren Stoff. Hat das irgendeine einsatztaktische Relevanz? Nee, ist aber interessant. Ich zeige euch einfach mal eine Flamme ohne brennbaren Stoff. Ihr seht hier eine Spule, ein sogenannter Plasmagenerator. Da ist noch ein bisschen Technik vorgebaut. Und dieser Plasmagenerator erzeugt eine sogenannte Plasmaflamme. Und zwar ohne Brennstoff. Ja, da verbrennt erstmal theoretisch nichts. Ja, also diese Elektrode, die man da sieht, die verbrennt nicht, die verbraucht sich nicht, sondern hier wird einfach nur Luft ionisiert und dadurch bildet sich ein sogenanntes Plasma. Das Plasma wird ja auch vierter Aggregatzustand genannt und eigentlich ist in jeder Flamme so ein bisschen was von Plasma drin. Ne? Also jede Flamme hat auch Plasma-Zustände und das ist jetzt also tatsächlich mal eine Flamme, die eigentlich gar keinen Brennstoff braucht. Und diese Flamme ist sogar sehr besonders, was man ja insbesondere im Bereich der Technik immer wieder findet bei der Plasmaflamme. Diese Plasmaflamme ist nämlich extrem heiß. Die ist so heiß, dass ich einen ganz normalen Stahldraht mit dieser Plasmaflamme verbrennen kann. Ja, also ein ganz normaler Stahldraht und ihr seht, diese Plasmaflamme ist so heiß, also wird kein Sauerstoff, gar nichts zugeführt. Die ist einfach nur so heiß, dass sie einen Stahldraht problemlos schmelzen und verbrennen kann. Also das zum Thema Plasmaflamme. Einfach nur mal so ein kleiner Ausflug, so ein bisschen in die Physik rein, dass es auch etwas anderes gibt, jenseits der normalen Brennstoffe, was man eben so kennt. Einsatztaktisch hat das jetzt erstmal keine wirkliche Relevanz. Aber ich fand es einfach spaßig, als ich mich mit dem Thema Flammen beschäftigt habe, auch mal so eine Plasmaflamme so ein bisschen sich anzuschauen. Insbesondere, weil eben so, ne, es geht ja um die Flamme. Was ist denn das eigentlich? Und ja, in so einer Flamme ist auch immer ein bisschen was Plasmamäßiges drin. Ich habe hier eine Streichholzflamme, ein brennendes Streichholz. Und wenn wir uns dieses brennende Streichholz betrachten, sieht das erstmal sehr ähnlich aus wie die Kerzenflamme. Unten so ein bisschen bläulich, dann haben wir den Streichholzkopf, ein bisschen andere Farbe drum, oben was Gelbes, Helles.
Und hier ist natürlich wie bei der Kerze, durch die Hitze wird aus dem brennenden Streichholz, werden Pyrolysegase gebildet, die Flamme macht also wieder ein entsprechendes Gas. Jetzt nochmal die Frage, haben die Farben in der Flamme irgendeine Bedeutung? Die Frage ist vor allen Dingen, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem blauen und dem gelben Leuchten? Ja, warum ist ein Teil der Flamme blau und warum ist ein anderer Teil der Flamme gelb? Wenn er an die Kerze zurückdenkt, war es ja genauso, ne? Es war unten so ein bisschen bläulich, oben war es dann gelb. Die Alkoholflamme hat sich auch ähnlich dargestellt. Die Frage ist jetzt, ist das blaue Leuchten was anderes als das gelbe Leuchten? Gibt es einen Unterschied? Und die Frage geht jetzt einfach mal wieder in die Runde an euch. Lukas H. antwortet schon, Temperaturen ist seine Antwort. Ja, die Temperaturen sind auf jeden Fall unterschiedlich in den blauen und den gelben Teilen der Flamme, definitiv. Ja, Temperatur ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, Stefan meint das auch, Temperaturzonen. Genau, Temperaturzonen. Wenn ihr da jetzt Temperaturzonen sagt, wo wäre denn die Flamme jetzt so eurer Meinung nach am heißesten? Wo wäre denn die heißeste Zone in dieser Flamme, so wie wir sie hier sehen? Tonda, interessanter Name, der sagt, Zusammensetzung des Gases, hat er noch gesagt. Unterschiedliche Brenntemperaturen, sagt Jennifer. Ja, Sauerstoffgehalt, Jasper. Ja, alle Antworten gehen immer in die richtige Richtung. Es hat was mit Sauerstoffgehalt zu tun. Es hat was natürlich auch mit dem, naja, mit der Art des Gases muss man jetzt aufpassen. Denn wir haben ja beim Kerzenwachs, wir sehen beim Streichholz, also dem festen Stoff, wir sehen beim Gas und wir sehen auch bei der Flüssigkeit eigentlich auch blaue und gelbe Teile. Also die haben erstmal jetzt gar nicht so sehr was mit der Art des Gases zu tun, was da verbrennt. Wir sind ganz klar im Bereich unterschiedliche Temperaturen. Und wir sind vor allen Dingen im Bereich Sauerstoff. Denn da liegt der eigentliche Grund drin, warum Teile davon gelb sind und warum andere Teile blau sind. Ist da noch irgendwas im Schätzebille, Ja, was. da ist noch jede Menge reingekommen. Okay. Und unter anderem Anonymous, in der Spitze liegt die Hitze, ein schöner Reim. Tobias sagt im oberen Bereich, Markus, Vollständigkeit der Verbrennung. Und Benne aus Nettelstadt, ja, die Farbe signalisiert die Hitzeentwicklung, in Klammern Temperaturbereich und Luftzufuhrzonen. Ja, alles sehr interessant und alles das würde sich ja auch mit dem Bild dieser Flamme, dieser Kerzenflamme, wie ich sie da vorhin aus diesem Chemiewerk gezeigt habe, decken. Ich möchte euch zu diesem Thema und zu den unterschiedlichen Farben ein bisschen was zeigen und damit auch einfach mal so die Struktur der Flamme etwas deutlicher machen. Ich zeige euch noch mal ein kleines Video dazu, das was mit den Farben zu tun hat. Ihr seht hier einen ganz normalen Bunsenbrenner. Wie das beim Bunsenbrenner so üblich ist, geht hier die Luft rein. Also hier ist das Luftloch, das ist offen. Das Gas kommt hier unten aus der Flasche. Luftloch ist offen. In dem Rohr wird also Sauerstoff und Luft miteinander vermischt mit dem Gas. Beides kommt hier oben raus. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im Video an. Ne? Also das Blaue da unten sind die Luft. Teilchen gehen da rein, werden in dem Rohr vermischt mit den roten Gasteilchen und verbrennen. Und die Flamme ist super blau. Kennt ihr, ja? Weil eine optimale Sauerstoffzufuhr, eine optimale Vermischung des brennbaren Gases mit dem Sauerstoff stattfindet. Jetzt machen wir dieses Luftloch zu. Wo kriegt die Flamme jetzt den Sauerstoff her? Naja, nur von außen. Ja? Also. Hier kommt 100% Gas raus, das also nicht mehr mit Luft vermischt ist wie gerade eben. Und der Sauerstoff kann jetzt nur von außen in die Flamme reingelangen. Also von außen entweder reingezogen werden oder aber auch rein diffundieren.
Solche Flammen nennt man auch gerne oder nennt man auch Diffusionsflammen, weil sie eben nicht vorgemischt sind, sondern weil hier der Sauerstoff von außen in dieses Volumen des brennbaren Gases diffundieren, eindringen muss. Na, also einmal haben wir die Vormischflamme und wir haben die Diffusionsflamme. Bei der Vormischflamme wird also immer Luft mit dem brennbaren Stoff vermischt und das macht diese tolle blaue Flamme. Und wir haben die Diffusionsflamme, da muss die Luft von außen rankommen, an die hundertprozentige Gaskonzentration. Und hier kommen jetzt schon mal die interessanten, oder hier haben wir die beiden verschiedenen Farben schon mal sehr deutlich. Das Blaue, also da, wo brennbarer Stoff und Sauerstoff in einer optimalen Mischung vorliegen, macht eine blaue Flamme. Warum ist es eine blaue Flamme? Weil es eine chemische Reaktion ist, die perfekt abläuft. Und das Licht, was man hier sieht, das ist die sogenannte Chemolumineszenz, also ein Leuchten, das durch Elektronensprünge hervorgerufen wird. Könnt ihr wieder vergessen, braucht man nicht. Ne? Aber das Blaue, Vormischflamme, das Leuchten ist was Chemisches, ein chemisch-physikalischer Prozess. Was leuchtet da hingegen jetzt in der Diffusionsflamme, also in der gelben? Was ist es, was die gelbe Flamme zum Leuchten bringt? Warum leuchtet die gelbe Flamme gelb? Die Frage geht wieder an euch. Was ist es? Kommen, antworten Sie bitte, oder tut sich nichts? Ich glaube, es wird noch etwas gegrübelt. Es wird noch gegrübelt. Die Antwort ist so einfach, ihr glaubt es gar nicht. Mal gucken, ob noch was kommt. Im Prinzip habt ihr die Antwort vorhin schon gegeben. Ne, als wir das Streichholz hatten bei den Farben, da hatten wir dieses Stichwort schon mal kurz. Ne, also links die Vormischflamme, es wird Sauerstoff mit brennbarem Stoff gemischt, optimale Verbrennung. Jetzt kommt ein bisschen was. Okay. Okay, Leonie, es dürften die verbrannten Gase sein. Erwin mag der hohe Kohlenstoffanteil. Der glühende Rußanteil kommt auch. Es sollte an der Rußkonzentration am Flammenrand liegen. Ja, das klingt jetzt alles richtig. Ja, es ist Ruß. Es ist Kohlenstoff, der dort leuchtet. Das gelbe Leuchten einer Flamme ist das Leuchten von Kohlenstoff. Nennt man auch Inkandeszenz. Wie das aussieht, kann man sehr einfach zeigen. Ich habe hier Kohlenstoff. Ja, das ist das schwarze Zeug im Hintergrund. Und ich habe hier eine blau leuchtende Gasflamme, also eine perfekt vorgemischte Gasflamme. Und in die schütte ich von oben Kohlenstoff rein. Ruß, wenn man so möchte. Und überall da, wo diese Rußteilchen in die Flamme kommen, fangen sie an zu leuchten. Und das ist es, was eine Flamme gelb leuchtend macht. Nichts anderes. Ohne Rußteilchen würde die Flamme nicht gelb leuchten. Also, das gelbe Leuchten ist die sogenannte Inkandeszenz. Im Englischen heißt die Glühlampe beispielsweise ganz korrekt auch Incandescent Light Bulb. Das heißt also ein Körper, der sichtbare Strahlung aussendet, weil er erhitzt ist. Und das ist einfach der Kohlenstoff. Und das blaue Leuchten ist Chemolumineszenz, also aus einer chemischen Reaktion hervorgehende Leuchten. Im Grunde genommen sind das zwei Paar Schuhe. Das blaue Leuchten ist die eigentliche Verbrennungsreaktion und das gelbe Leuchten ist einfach nur der verglühende Ruß, der entsteht, weil die Verbrennung bei der, gehen wir mal einen zurück,
die Fusionsflamme natürlich nicht perfekt ist. Die ist unvollständig. Und ihr alle wisst, bei der unvollständigen Verbrennung entsteht Ruß, entsteht Kohlenstoff. Und das ist das, was die Flamme gelb leuchtend macht. Bei der Vormischflamme, wo dieses Mischverhältnis zwischen Luftsauerstoff und brennbarem Stoff perfekt ist, gibt es keine Kohlenstoff- oder kaum Rußbildung. Also haben wir auch hier kein gelbes Leuchten. Nehmen wir uns nochmal die Gasflamme zu Hilfe. Und werfen jetzt nochmal einen Blick in die Gasflamme rein. Und zwar, das haben wir vorhin schon gesehen, ne? In die gelb leuchtend, also nicht vorgemischte Diffusionsflamme, von innen hohl. Brennbares Gas, das von außen brennt. Ja? Ne? Von innen also hohl, außen drumherum, da wo der Sauerstoff mit dem Gas zusammentrifft, die eigentliche Verbrennungsreaktion. Und jetzt die vorgemischte blaue Flamme. Wie sieht die von innen aus? Naja. Sie ist blau von innen. Warum? Weil da ist ja kein unverbranntes Gas mehr drin. Es ist ja vorvermischt. Das heißt also, das komplette Volumen an brennbarem Gas, das jetzt aus dem Gasbrenner rauskommt, verbrennt auch. Und zwar in einer rein chemischen Reaktion, deshalb reines blaues Licht. Es ist eine perfekte Verbrennung. Es gibt keine Rußteilchen. Und deshalb haben wir hier auch keine gelben Leuchtanteile bei der vorgemischten Flamme. Hier sehen wir nochmal das Foto von dieser Alkoholflamme. Und was man hier bei diesem Bild sehr schön sieht, ist einmal dieser schwarze Kern, ne, unser schwarzes Loch, das ja aus 100% brennbarem Dampf oder brennbarem Gas besteht. Umgeben von einer gelb leuchtenden Schicht, die wiederum komplett umgeben von einer blau leuchtenden Schicht. Und das ist jetzt etwas, wo man einfach mal nachhaken muss. Was sehen wir denn da eigentlich? Und wahnsinnig interessant wäre es doch jetzt mal, eine Flamme nicht quer zu schneiden, wie wir es bisher gemacht haben, sondern mal der Länge nach durchzuschneiden und die Flamme wirklich mal an ihren äußeren Grenzen zu sehen und zu betrachten, wie sieht die denn eigentlich aus? Und da habe ich ein bisschen gebastelt und ein bisschen experimentiert und habe dann einmal eine Flamme der Länge nach geschnitten. Ihr seht hier eine Kerzenflamme. Die ist so ein bisschen verschwommen, das liegt halt an dieser Schneidetechnik, nenne ich sie mal. Und ich zeige euch jetzt mal, wie diese Flamme im Längsschnitt aussieht. Also unten sieht man, ne, so ein bisschen schwarz, denn doch. So. Und das ist jetzt die Flamme, wie sie im Längsschnitt aussieht. Also von der Flammenspitze nach unten geschnitten. Und ihr seht, die ist komplett von innen hohl. Von der Basis der Flamme bis oben in die Spitze rein. Wenn wir das mit den allgemein üblichen Darstellungen einer Kerzenflamme vergleichen, müssen wir uns fragen, stimmt denn das eigentlich? Denn das, was wir hier sehen, sieht ganz klar anders aus. Ja, die Flamme ist von unten bis oben hohl. Wir sehen jetzt hier ein gelbes Leuchten. Ich zeige euch gleich auch ein paar andere Bilder. Da wird man nämlich erkennen, dass das, was wir hier an diesem Bild sehen, nämlich diesen blau leuchtenden Rand, dass wir den also auch tatsächlich rund um die Flamme sehen können. Und dazu habe ich dann eine etwas andere Flamme genommen, weil das etwas einfacher darzustellen ist. Ich rutsche mal so ein bisschen aus dem Bild raus. Und zwar habe ich hier eine Alkoholflamme. Und auch die wollen wir uns mal anschauen. Ne? Ganz normale Alkoholflamme. Und das ist jetzt die Alkoholflamme geschnitten, von oben nach unten. Und hier erkennt man schon das blaue Leuchten. In der Mitte ist diese Flamme hohl, von der Basis bis oben in die Spitze rein. Wir erkennen das gelbe Leuchten, umgeben komplett, auch bis in die Spitze, von einem blauen Leuchten. Auch das würde ja dieser Beschreibung einer Kerzenflamme komplett widersprechen. Und in dem Bild davor habe ich euch ja auch die Kerzenflamme gezeigt, die sich genauso darstellt. Auch die Kerzenflamme hat komplett drumherum diesen blauen
Rand. Den sehen wir in der Regel nicht. Warum sehen wir den nicht? Naja, weil das gelbe Licht, dieses Glühen, das Blaue einfach überstrahlt und überlagert. Ja, deshalb können wir, wenn wir auf eine Flamme draufschauen, auch nur an den Rändern dieses Blaue erkennen und sehen die Flamme aber an sich gelb. Und wenn wir uns das jetzt anschauen und die gezeigten Bilder sehen, dann können wir eigentlich jetzt auch schon eine Flamme definieren oder deutlicher sagen, ja, was ist denn eigentlich eine Flamme? Und die Definition, ups, da bin ich ins Falsche gerutscht, ich muss einen weiter. Na, das ist durcheinander. So, da bin ich wieder. Ne, wir sehen also eine laminare Diffusionsflamme. Laminar, weil sie schön gerichtet ist. Ne? Aber glaubt mir, für eine turbulente Flamme gilt genau das Gleiche. Eine turbulente Flamme setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen laminaren Flämmchen. Man sieht das Gleiche. Wir sehen hier gleichzeitig Chemolumineszenz an den Rändern rund um die Flamme wunderbar zu sehen. Und wir sehen auch an den Rändern der Flamme rundum zu sehen Inkandeszenz. Wir sehen also beides. Normalerweise sehen wir das Blaue nicht. Erst in diesem Flammenschnitt wird es sichtbar, weil das Gelbe einfach das Blaue überstrahlt. Das Blaue ist ja so ein Geisterlicht, ist ein blöder Ausdruck, ne? Aber ein sehr diffuses, auch sehr, sehr dunkles Licht, das wird einfach von dem Gelben überstrahlt. Daher sieht man es nicht. Also wäre eine Flamme ja nichts anderes als das Volumen eines brennbaren Gases oder Dampfes, an dessen äußeren Grenzen im Kontakt mit Sauerstoff eine schnelle Oxidationsreaktion unter Lichterscheinung abläuft. Ja, die Definition der Verbrennung. Das tut es aber nur an den äußeren Grenzen dieses Gasvolumens und nicht etwa da irgendwo in der Mitte drin, ja, wie man es häufig bei diesen Erklärungen der Kerzenflamme häufig sieht. Das kann also so nicht richtig sein. Eine Flamme ist also ein brennbares Gasvolumen oder ein Dampfvolumen, an dessen äußeren Grenzen diese Oxidationsreaktion, diese eigentliche chemische Verbrennungsreaktion stattfindet. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe hier mal einen großen Ausschnitt gebildet aus dieser Flamme. Und, anders, wir machen es anders. So, ich habe hier ein bisschen getrickst, gefotoshoppt, wie man so schön sagt. Ihr seht links diese Gasflamme und ihr erkennt hier sehr schön, ich nehme mal eben meinen Pfeil wieder dazu, nur die schnürt hier so ein, das heißt also, die flackert gerade sehr stark und dieser obere Teil, der hier eingeschnürt ist, wird sich dann ablösen, dadurch entsteht das Flackern der Flamme. Wenn man ein paar Filter über eine solche Flamme, ihr seht, das ist genau das gleiche Bild laufen lässt, kann man hier sehr schön sehen, dass wir außen am Rand eine ganz andere Lichtfarbe haben als im Flammenkern. Ja, das heißt also auch hier, wo wir das Blaue mit bloßem Auge hier oben nicht sehen, hier unten können wir es erkennen, ne? Da sieht man es. Hier oben sehen wir es nicht mehr, es wird überstrahlt vom Gelben. Aber hier sehen wir sehr schön, wenn wir einen Filter drüber laufen lassen, es ist da. Also auch rund um diese Gasflamme findet diese Verbrennung und auch hier die Chemolumineszenz an den äußeren Rändern nur dort statt. Und erinnert euch an das kleine Video mit unserer Adventskerze, wo sich oben aus der Kerze so eine kleine Flamme abgelöst hat. Das ist das Gleiche jetzt mit dem Gasbrenner. Ja? Also diese Flamme, diese flackernde Flamme hat sich der obere Teil, ich sehe gerade, ihr seht ja gar nichts, ich mache mal eben einen Pfeil, dieser obere Teil hat sich abgesetzt und das hier wieder entsprechend gefiltert zeigt uns, dass diese Flamme rundum natürlich auch unten brennt. Ja, wir haben hier also ein Gasvolumen, wenn ihr so wollt, das Blaue, umgeben von einer Reaktionszone, nämlich dem eigentlichen Brennen, dem eigentlichen Leuchten, der eigentlichen Flamme. Und von innen ist das Ding natürlich nicht hohl, sondern gefüllt mit Gas, mit brennbarem Gas. Ne? Hier kann man es auch nochmal sehr schön sehen. So. Wenn wir uns diese Ränder etwas genauer anschauen, erkennen wir einmal ein Teil, der blau leuchtet, ein Teil, der gelb leuchtet,
Ein Teil, der gar nicht leuchtet, ein Teil, der gelb leuchtet und wieder blau leuchtet. Ne? Also das, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Die verschiedenen Arten des Leuchtens. Und in der Mitte zwischen diesen beiden leuchtenden Streifen sehen wir im Grunde genommen nichts, weil hier haben wir 100% brennbares Gas. Und wenn wir hier ein Gasvolumen haben oder ein 100%iges Volumen eines brennbaren Stoffes, dann nimmt dieses Volumen natürlich oder das Mischungsverhältnis nach außen ab. Ja, von außen diffundiert ja Sauerstoff rein. Das heißt, wir haben da einen Unterschied. Das heißt, wir bewegen uns also hier zwischen ganz viel Sauerstoff zu gar keinem Sauerstoff. Und hier sind wir in einem Bereich, den ihr auch alle kennt. Schon mal was vom Explosionsgrenzen und Explosionsbereich gehört? Hier könnte das eigentlich, ich behaupte jetzt mal kackfrech, erstmals sehen. Ich habe es mal noch größer aufgezogen. Ja, die Explosionsgrenzen. Links außen haben wir 100% Luft. In der Mitte haben wir 100% Brennstoff bei der Flamme. Auf der anderen Seite ist das Gespiegelte gleich. Ne? Wir schauen uns nur mal diesen Part an. Und genau dazwischen findet Verbrennung statt. Das heißt, zwischen diesen beiden Bereichen ist die untere Explosionsgrenze überschritten und die obere Explosionsgrenze noch nicht erreicht. Das heißt, zwischen diesen beiden Werten kann Verbrennung stattfinden. Am optimalsten hier in diesem blauen Bereich, weil hier kommt ja entsprechend viel Sauerstoff rein, es wird verbrannt und nach hierhin wird es weniger, immer weniger. Also hört hier auch die Verbrennung auf. Und das sind wirklich die Explosionsgrenzen. Mal sichtbar gemacht. Je nach Stoff sieht die natürlich auch unterschiedlich breit. Aber dazu habe ich keine Experimente, das habe ich auch nicht untersucht. Das wäre mir dann doch auch ein bisschen zu wissenschaftlich. Aber hier wird wieder deutlich, wir haben es mit einem brennbaren Gasvolumen zu tun. Warum ist das wichtig, dass wir es mit einem brennbaren Gasvolumen zu tun haben? Naja, weil das Einsatzrelevanz hat. Wieso, zeige ich euch jetzt gleich im Folgenden. Wo wir gerade beim Thema Explosion und Explosionsbereich sind, auch eine Explosion ist ja letztendlich eine Flamme. Und eine solche Explosion möchte ich euch jetzt hier zeigen. Ihr seht hier einen kleinen Versuchsaufbau, den ich gemacht habe. Im Inneren dieses Raumes befindet sich ein brennbarer Stoff, in dem Fall eine brennbare Flüssigkeit. Das Ding hat eine Türe, das Ding hat ein Fenster. Hier hat ein Feuer gebrannt, Fenster und Türen habe ich zugemacht, es ist heiß da drin, es verdampft also Alkohol. Dann habe ich Fenster und Türen aufgemacht und dann zünden wir das Ganze jetzt. Und das schauen wir uns mal an, was das passiert. Das Ganze ist eine Zeitlupenaufnahme. Das Ganze läuft natürlich in Wirklichkeit sehr viel schneller. Es ist nur ein Augenblick, weil wir reden ja hier von einer Explosion. Und das ist einfach mal ein Foto, wo man diese Flamme der Explosion deutlich sehen kann. Und an dieser Flamme fällt, glaube ich, sehr auf, dass die meisten Anteile oder die überwiegenden Anteile in dieser Flamme blau gefärbt sind. Und die Frage jetzt einfach mal wieder an euch raus. Warum sind bei dieser Flamme die großen oder die größten Anteile dieser Flamme blau gefärbt? Und wo wir gerade bei dem Thema sind, wie war nochmal der Fachausdruck für das, was wir hier in diesem Raum gesehen haben? Ihr seid dran. Ich spiele mal aufmunternde Weihnachtsmusik.
Das war zu Hat kurz. geholfen? Dein Musikeinspieler war zu kurz, Jürgen. Also, okay. Warten wir mal noch einen Augenblick. Vielleicht ist auch die Frage zu kompliziert, aber glaube ich nicht. Da sitzt so viel Ah, Fachkompetenz vom Bildschirm. es kommt was. Gut. Optimales Mischverhältnis, dadurch schnellere Verbrennung, sagt Thorsten. Damit hat der Thorsten ins Schwarze getroffen oder ins Blaue, ne? Genau das ist es. Ja. Wir sind ja im Bereich des stöchiometrischen Gemisches, also wirklich ein optimales Mischverhältnis von Sauerstoff und brennbarem Stoff in diesem Raum. Dadurch eben eine optimale Verbrennung, kaum Rußanteile, also auch kein gelbes Leuchten. Genau richtig. Kommen denn noch mehr Antworten? Ja, es kommt etwas rein, jede Menge sogar. Gut. Und zwar, ich fange einfach mal bei mir von oben an. Ich habe keinen Ton, ein schöner Nickname. Optimales Mengenverhältnis Sauerstoff, brennbarer Stoff. Genau. Dann haben wir die Jennifer. Chemolumineszenz, weil der Alkohol bei der Explosion noch nicht mit Sauerstoff vermischt ist, als Frage. Anonymous sagt Flashover. Stefan S., der brennbare Dampf vermischt sich vor der Zündung mit der Luft bzw. dem Luftsauerstoff. Okay, Sibylle, kleinen Moment, lass mich eben drauf eingehen, sonst habe ich gleich alles nicht mehr im Kopf. Der Begriff Okay. Flashover fiel gerade. Aufpassen. Nein, ich muss dich leider enttäuschen. Das ist kein Flashover. Der Begriff, den ich suche, ist ein anderer. Ein Flashover ist was ganz anderes als das, was wir hier sehen. Und ja, ihr habt alle recht, ne? Es ist immer ein tolles Gemisch zwischen Luft und brennbarem Stoff. Dadurch natürlich diese blaue Flamme. Du darfst weitermachen, Sibylle. Bist du noch da, Sibylle? Ich bin da, geht weiter. Ja, geht weiter. Benne aus Nettelstedt meint, weil sich in dem Raum die Konzentration des Gases und der Sauerstoffgehalt des Raumes sich top vermischt haben und sich dadurch ins OEGS bewegt haben. Okay. Ja, optimales Gemisch wahrscheinlich. Ja, ne? Klar, wir haben ein optimales Gemisch. Wir liegen da, denke ich, ungefähr im Bereich des sogenannten stöchiometrischen Gemisches. Das ist in der Chemie das, wo so eine Reaktion am optimalsten abläuft. Ja? Das ist jetzt hier also eben passiert. Genau. Gibt es denn auch noch irgendwelche Antworten zum Fachbegriff für das, was wir hier gesehen haben? Den kennt ihr alle. Also es ist nicht der Flashover. Was gibt es denn sonst noch? Backdraft kommt. Jawohl. Genau, Backdraft, ne? Oder die Rauchgasexplosion. Ja? Ein Flashover wäre etwas anderes. Ein Flashover passiert nicht so schnell. Ein Flashover ist eine Funktion, die über die Zeit verläuft. Das hat was mit Pyrolyse zu tun und mit einer Raumdurchzündung, ja? Wo der Raum langsam aber sicher komplett durchzündet. Der Backdraft, die Rauchgasexplosion, ist das, was wir hier eigentlich sehen. Und ich glaube, auf diesem Bild sieht man sehr eindrucksvoll, dass das Ganze eine Explosion ist. Sonst noch irgendwelche Antworten? Interessante, Sibylle. Sonst würde ich weitermachen. Nee, Benne aus Nettelstedt entschuldigt sich. Sorry, bin am Handy. In die OEG, obere Explosionsgrenze, meint er damit. Ja, aufpassen. Nicht unbedingt in die obere Explosionsgrenze. Wir liegen hier wirklich so mittendrin. Ne? Das stöchiometrische Gemisch ist stoffabhängig, temperaturabhängig und. Wir liegen hier also nicht an irgendeiner der Grenzen, sondern wir liegen hier wirklich satt mittendrin mit dieser Explosion. Und wenn er mal auf die Fensterseite schaut, ne? Hier, wo das Ganze wirklich einschnürt, kann man auch schon sehen. Ihr seht hier die Strömungslinien, die hier entstehen. Eigentlich sieht man schon die Wucht, mit der diese Flamme, es ist auch nur eine Flamme, was anderes ist das nicht, aber eben eine vorgemischte, aus diesem Gebäude raushaut. Und ihr könnt mal eins glauben, diese Flamme ist sowas von scheiße heiß, entschuldigt bitte den Ausdruck, aber ich habe da mal versehentlich die Flossen vorgehalten. Es ist ein kurzer Augenblick, weit unterhalb von einer Sekunde, die diese Flamme ansteht, aber die ist so verdammt heiß,
Man glaubt es kaum. Gut, also, wir haben ein Gasvolumen, das an den äußeren Rändern brennt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu ein bisschen in die Praxis rein. Ja, was bedeutet das denn eigentlich für die Praxis? Da möchte ich einfach euren Blick mal so ein bisschen schärfen, euch dazu bekommen, einfach mal drüber nachzudenken, wenn ihr in den nächsten Einsatz fahrt, Flammen seht, vielleicht mal diese Flammen anders zu betrachten, ja, nämlich als das zu betrachten, was sie eigentlich sind und vielleicht sogar die ein oder andere Taktik oder Vorgehensweise darauf anzupassen. Da wir ja Weihnachten bald haben, habe ich mir gedacht, was passt denn besser als ein brennender Tannenbaum? Und diesen brennenden Tannenbaum lasse ich jetzt einfach mal ablaufen und dann sage ich dazu gleich was. So, ich habe jetzt einfach gedacht, ich lasse das Video einfach mal durchlaufen, so ein bisschen zum Genießen. Ja? Nehmt einfach mal das, was wir gerade gehört haben. Eine Flamme ist ein Volumen eines brennbaren Gases, Dampfes, an dessen äußeren Grenzen diese Verbrennungsreaktion abläuft. Jetzt betrachtet doch bitte diese Flamme mal als Volumen eines brennenden Gases. Wo kommt das her? Natürlich aus dem Tannenbaum, dort wird es durch Pyrolyse erzeugt. Es ist so viel brennendes Gas, dass die Flammen in diesen Versuchsraum ja gar nicht mehr reinpassen, massiv nach vorne rausschlagen. Ihr müsst das mal als eine Flamme betrachten. Natürlich ist sie verwirbelt und turbulent. Aber das ist ein Volumen von brennbarem Gas, das aus diesem Raum irgendwo hingeht. Und das ist ja nun ein massives Gasvolumen, was hier erzeugt wird und eben brennbar auch woanders hin kann. Und dazu möchte ich euch nochmal ein kleines Experiment zeigen. Also, wir betrachten jetzt einfach mal wieder das Gasvolumen oder die Flamme als Gasvolumen. Ich habe hier ein Modell eines dreigeschossigen Gebäudes, ein kleines Versuchsmodell von mir, das kommt aus dem Bereich Strömungspfade. Und dieses Versuchsmodell hat drei Stockwerke, ne? Also was weiß ich, eine Erdgeschosswohnung und eine Wohnung hier im Obergeschoss. Das ist der Treppenraum und hier gibt es überall natürlich Türen, die man auf und zu machen kann. Hier gibt es eine Außentüre, eine Innentüre und hier gibt es die Wohnungseingangstüre. Das hier soll jetzt einfach mal das Erdgeschoss sein. So, und das Video schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben also hier ein Feuer im Erdgeschoss. Dieses Feuer im Erdgeschoss, lasst euch jetzt hier bitte nicht von den Temperaturanzeigen links und rechts ablenken. Ne? Wie gesagt, dieses Video stammt eigentlich aus einem anderen Seminar. Ihr seht, die Außentüre ist geöffnet. Ein Teil der Flammen schlagen also dort raus. Also einfach mal wieder die Betrachtung, das Ganze als Gasvolumen zu nehmen. Die schlagen dort zur Türe raus. Ein Angriffstrupp, der rote, steht unten vor der Tür. Ein zweiter Angriffstrupp soll mal nach oben gehen und bitte mal schauen, ob oben noch jemand in der Wohnung drin ist. Er geht also in die Wohnung rein, um die Wohnung zu durchsuchen. Der Angriffstrupp möchte aber jetzt endlich mit seinem Job anfangen. Und was macht der Angriffstrupp? Er macht die Türe zur Brandwohnung auf. Jetzt achtet mal drauf, wo denn dieses Volumen brennbarer Gase hinströmt. Nach oben. Wer ist da oben? Der Angriffstrupp, der zweite.
Wenn er doch mal auf die Temperaturen oben guckt, ne, das ist das Blaue ganz rechts, dann wird dem jetzt da oben ganz schön heiß. Und wenn der jetzt hingeht und sagt sich, boah, hier ist aber heiß und das Fenster aufmacht, wird ihm nicht wirklich kühler. Und noch schlimmer wird das Ganze, wenn man die Außentüre zu hat und das komplette Volumen an brennbaren Gasen nur noch in Richtung Treppenraum und Wohnung nach oben strömen kann. Ja, also ne, einfach mal auf die Grundlage zurück. Wir sehen eine Flamme, das ist ein Volumen eines brennbaren Gases und das kann irgendwo hin. Das kann strömen, ja, das kann fließen. Das fließt halt nach oben. Ne? Heiße Luft steigt nach oben, Kenta Vista. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Gedankenexperiment, sondern bei solchen Einsätzen hat es schon Tote gegeben. Ja, da gibt es weltweit etliche Dokumentationen darüber, dass genau durch solche Strömen von solchen Gasvolumina, also von Flammen, es Tote und Verletzte gegeben hat. Ich wollte euch ja ein bisschen die Praxisrelevanz der Flamme zeigen. Und hier seht ihr sehr schön zwei Bilder. Das Bild links ist die Situation bei Eintreffen oder kurz nach Eintreffen der Feuerwehr. Ihr erkennt hier einen Flammenaustritt aus dem Fenster. Das ist nicht der brennende Dachstuhl, sondern das ist wirklich nur eine Flamme. Ja, die auch aus dem Fenster rausgekommen ist, die sich wie vorhin gezeigt, ne, einfach abgesetzt hat und hier oben im Rauch brennt. Und hier sehen wir einen entsprechenden Flammenaustritt. Die Haustüre ist zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Auf diesem Foto seht ihr eine sehr viel größere Flamme. Und hier ist die Haustür nicht nur offen, sondern es ist auch ein Ventilator in Betrieb. Gehen wir mal wieder auf das zurück, was die Flamme ist. Volumen eines brennbaren Gases. Wenn also hier irgendwo in diesem Raum, wo es brennt, brennbares Gas vorhanden ist und wahrscheinlich so viel brennbares Gas vorhanden ist, dass es in dem Raum eigentlich gar keine Flammen gibt, weil hier der Sauerstoff fehlt. Ich dann hingehe und mit einem Lüfter Sauerstoff in Richtung dieses Raumes blase, ist klar, was passiert. Die Luft vermischt sich mit dem brennbaren Gas. Es kommt zum Fenster raus und da findet es noch mehr Sauerstoff, beziehungsweise kann dann hier am Fenster verbrennen. Ich drücke also das Volumen des brennbaren Gases hier zum Fenster raus und dadurch wird die Flamme entsprechend größer. Hier sind wir also einfach wieder bei dem Volumen eines brennbaren Gases. Ihr seht also die kleine Kerzenflamme, die kleine Flamme des Streichholzes, die kleine Alkoholflamme, ist im Grunde genommen genau das gleiche wie diese große Flamme. Es ist und bleibt ein Volumen eines brennbaren Gases. Schauen wir uns mal dieses Foto sage ich schon, dieses Video an. Dieses Video zeigt einen ausgedehnten Gebäudebrand. Ich zeige diese Videos nicht, um mich über die Feuerwehrleute oder so lächerlich zu machen. Ihr wisst alle selber, so aus der Helikopterperspektive, wenn man drauf guckt, weiß man sowieso immer alles besser. Und wenn man davor steht, sieht die Sache anders aus. Ich zeige euch einfach mal dieses Video. Und ihr seht hier im unteren Bereich im Erdgeschoss eine massive Flammen. Im Obergeschoss kommt massiv Rauch unter hohem Druck mit sehr starker Verwirbelung aus dem Gebäude raus. Bitte jetzt nicht die Frage stellen, warum halten die das Wasser daneben und nicht da rein, keine Ahnung, sondern achtet darauf, was jetzt passiert. Auch bitte jetzt nicht die Frage, warum tun die das? Ich weiß es nicht. So, jetzt achtet bitte nochmal unten auf die Flamme. Also aufs Erdgeschoss. In dem Moment, wo es oben zündet. Jetzt unten gucken, was ist da passiert?
Ja, ich hoffe, dass ihr es seht. Ich stoppe das mal an der Stelle hier. Ich fahre mal so ein Stückchen zurück. So, also wir sehen jetzt im Obergeschoss eine Flamme. Wir sehen im Untergeschoss keine Flamme mehr, obwohl die vorher im Untergeschoss war. Hat jemand eine Erklärung für mich? Ihr seid nochmal gefordert. Und kann es jemand erklären? Daniel sich eingeloggt, der sagt, die Flamme unten wird eingesaugt. Ja, da hat der Daniel nicht Unrecht. Sie wird quasi eingesaugt, ja, und da trifft er eigentlich schon einen Teil des Pudelskern mit. Das heißt also, dieses Gasvolumen wird von unten nach oben gezogen, weil wir eine ganz andere Thermik plötzlich haben. Aber warum? Es werden ja unten weiter brennbare Gase erzeugt, sonst würden sie oben nicht rauskommen. Warum zünden die unten nicht? Oder in dem Moment nicht? Warum erlöschen unten die Flammen? Es gibt noch ein paar Antworten. Yannick K. sagt zum Beispiel unten einzige Zuluftöffnung mit ausreichend Volumen. Gas wird nach oben rausgezogen. Der Stefan, das Volumen ist gewandert. Thomas, der nachströmende Sauerstoff hat die unteren Flammen gelöscht. Finn, die größere Flamme entzieht der kleineren den Sauerstoff. Strömung nach oben. Unten weg. Das Volumen der Flamme entweicht aus den Fenstern. Durch die Durchzündung im Erdgeschoss unter Druck entstanden. Nils, die brennbaren Gase werden durch das Gebäude gezogen. Alles richtig? MP, Gemisch unten zu mager. Matthias, möglicherweise ist im Erdgeschoss ein Unterdruck entstanden. Durch die kalte Luft ist die Flamme unten gekühlt worden. Da, damals. Das ist alles richtig, was ihr bisher gesagt habt. Ja, alles völlig richtig. Aber das ist wichtig. Wir haben wieder eine Abkühlung unter die Zündtemperatur. Verursacht durch all das, was ihr bisher schon aufgelistet habt, ne? Wie vorhin bei diesem Video mit der Pyrolyse. Es war einfach zu kalt an dem Brett, ne? Genauso ist es hier unten jetzt einfach zu kalt. Es ist heiß genug, dass weiter brennbare Gase entstehen. Die können aber unten nicht zünden, sondern werden eben nach oben gezogen, gedrückt, wie auch immer, und bilden dann oben dieses große Flammenvolumen. Genau. Noch irgendetwas erwähnenswertes, Sibylle, sonst. Nee, das ging jetzt alles so in die gleiche Richtung, In die ja. gleiche Richtung. Gut, wunderbar. Ihr werdet es verstehen, wenn wir nicht immer alle hier vorlesen und erwähnen können. Ich glaube, dafür würde dann die Zeit einfach nicht reichen. So, zu dem Thema noch mal ein kleines nachgestelltes Experiment, ne, was das mit Abkühlen zu tun hat. Ihr alle wisst, ein brennendes Gas, die Brandklasse C, womit kann man es nicht löschen? Mit Wasser. Ja, also brennende Gasflammen mit Wasser zu löschen, ist schon eine Kunst für sich, beziehungsweise ist Wasser nicht das geeignete Löschmittel für brennende Gasflammen. Und eigentlich wäre es ganz einfach, brennende Gasflammen zu löschen. Eigentlich. Ne? Also ihr kriegt jetzt kein Rezept von mir, wie das geht, aber wir sind hier wieder im kleinen Experiment und ich zeige euch hier eine Flamme, Kerzenflamme. In diese Kerzenflamme führe ich einen Nagel ein. Achtet auf das, was rund um den Nagel drumherum passiert. Ja, um den Nagel drumherum entsteht ein, nennen wir es mal vorsichtig, Hohlraum, wo keine Verbrennung stattfindet. Warum? Naja, weil der Nagel massiv Wärme aus der Flamme abführt
und rund um den Nagel das Volumen erstmal so weit runterkühlt, dass es in der Nähe des Nagels gar nicht genug Energie hat und nicht brennen kann. Wo wir wieder beim Abkühlen des Gasvolumens sind. Löschen einer Gasflamme. Ich entziehe der Flamme Energie. Kühle sie also unter ihre Zündtemperatur. Das kann man machen beispielsweise mit so einer Kupferspirale. Wenn ich eine Kupferspirale in diese Kerzenflamme führe, so von oben runter, ja, also da kommt natürlich jetzt noch genug Luft dran und alles, ne, weil ne, die Kupferspirale ist rundherum offen. Die macht nichts anderes, als die Energie aus der Flamme aufzunehmen, abzuführen und so weit runter zu kühlen, dass das Feuer erlischt. Nehmen wir mal mehr Kerzen, gleiche Kupferspirale. Funktioniert nicht. Diese Kupferspirale schafft es nicht, die Energie, die diese drei Flammen oder diese beiden Flammen machen, so weit abzuführen, dass man diese Flamme unter ihre Zündtemperatur kühlen könnte. Was mache ich? Ich brauche also mehr Löschmittel. Ich nehme eine große Kupferspirale, dickerer Drahtdurchmesser, die also mehr Energie aufnehmen kann. Ja, was ihr hier auch tut. Ihr seht, ne, das Weiße, die brennbaren Gase werden weiter erzeugt, aber die Kupferspirale nimmt die Energie aus dieser Gasflamme raus und das Ganze wäre gelöscht. Und damit sind wir natürlich so ein ganz kleines Stückchen auch wieder doch in der Praxis. Denn wenn ihr euch Flammen anseht oder wenn ihr euch so manche Brände anseht oder wenn ich mir so manche Brandbekämpfung anschaue, dann frage ich mich hier und da einfach immer, haben diejenigen, die da Strahlrohr führen, überhaupt verstanden, was sie da tun? Ich weiß, das mag jetzt ein bisschen frech oder provokativ sein. Manchmal wage ich es zu bezweifeln. Einfach mal ein paar schöne Beispiele für Flammen. Und bitte immer jetzt im Hinterkopf halten, was Flammen denn sind. Volumen an brennbaren Gasen. Schauen wir uns mal diese schöne Flamme hier an. Ja, und ihr seht dort das Strahlrohr, das im Sprühstrahl reichlich Wasser in Richtung brennendem Raum abgibt. Und ihr seht, die Flamme interessiert das nicht, die Bohne. Ich darf an das Experiment von gerade erinnern. Nicht genug Löschmittel. Ne? Kleine Kupferspirale schafft es, Energie rauszunehmen oder nicht rauszunehmen. Große Kupferspirale schafft es. Mit diesem bisschen Wasser und dann auch noch im Sprühstrahl aufgebracht, kann ich die Energie aus dieser Gasflamme in keinster Weise rausbekommen. Um das zu löschen, müsste ich verhindern, dass weiter brennbare Gase entstehen. Weil diese Flamme kann ich ja eigentlich gar nicht löschen mit Wasser. Wir wissen, mit Wasser kann ich brennbare Gase nicht löschen. Also muss ich das Wasser dahin bringen, wo diese brennbaren Gase entstehen, damit diese Flamme letztendlich zum Erlöschen kommt. Schauen wir uns nochmal eine Flamme an, die noch deutlicher zeigt oder die noch deutlicher eigentlich die Natur dieser Flamme wiedergibt. Dass es sich also wirklich um ein Gasvolumen, um das Volumen eines brennbaren Gases handelt. Wir sehen hier einen Dachstuhlbrand oder eigentlich ist es ein Wohnungsbrand, ein Gebäudebrand. Interessant sind die Flammen, die oben aus dem Dach und aus dem Dachfenster rausschlagen. Ja, wenn man diese Flammen sieht, erinnern die doch sehr deutlich an einen Gasbrenner, oder? Ja, das sieht doch aus wie ein Gasbrenner. Letztendlich ist es auch nichts anderes. Ja, es wird im Inneren dieses Gebäudes durch massive Hitze ein massives Volumen an brennbaren Gasen erzeugt, die natürlich oben rausgepresst werden, sich dann draußen, wie man sieht, sofort mit Sauerstoff vermischen, also eine entsprechende Diffusionsflamme bilden und dann hier als entsprechende Flammen rausschlagen. Und man sieht, glaube ich, auch sehr schön, dass dieser eingesetzte Vollstrahl im Grunde genommen völlig sinnlos ist. Denn auch der kann das Gasvolumen nicht löschen. Ich kann hier nur versuchen, und das ist natürlich schwierig durch so eine kleine Öffnung, das Wasser dahin zu bringen, wo diese brennbaren Gase entstehen. Die können aber, wer weiß, wo in dem Gebäude entstehen. Die müssen nicht da entstehen, wo die Flammen oben rauskommen. Das heißt, es kann völlig vergeblich sein, dort Wasser reinzujagen.
Und das ist etwas, was man sehr häufig auch bei Dachstuhlbränden sieht. Ja, da wird aus allen Rohren Wasser durch irgendeine kleine Öffnung irgendwo reingeschossen, ohne dass man irgendeinen Löscherfolg erkennt. Da muss man sich einfach fragen, warum? Naja, es ist nun mal ein Gasvolumen. Und das kann ich mit Wasser nicht löschen, außer ich treffe mit meinem Löschwasser das, was diese brennbaren Gase erzeugt. Das ist häufig beim Dachstuhlbrand nicht ganz so einfach. Frag mich jetzt bitte nicht nach dem Patentrezept, den Dachstuhlbrand adäquat und vernünftig bekämpfen zu können, weil das kann ich euch so auch nicht geben. Aber ne, immer mal im Hinterkopf halten, um was es sich da denn eigentlich handelt, wenn da irgendwo eine Flamme in der Art und Weise uns entgegenkommt, irgendwo rausschlägt. Ja? Diese Flamme muss nicht zwangsläufig in dem Raum entstehen, aus dessen Fenster sie rauskommt. Die kann auch eine ganze Etage tiefer entstehen. Also die Ursache dafür, das brennbare Gas. Denn was anderes ist die Flamme ja letztendlich nicht. Gut. Ja, wir haben jetzt uns verschiedene Flammen angeschaut, von der kleinen Kerzenflamme bis hin zur großen Flamme bei einem Dachstuhlbrand, zur großen Flamme bei einem entsprechenden Gebäudebrand. Ich habe euch eine Flamme gezeigt, die jetzt in dieses Muster nicht so reinpasst, so eine Plasmaflamme. Aber ich denke auch einfach mal interessant zu sehen. Ich habe euch Einblicke in Flammen gegeben, also so wie die Flamme aussieht von innen, den Längsschnitt, den Querschnitt. Ob das, was man in der Literatur so findet, auch wie die Kerzenflamme aussieht, ob das so richtig ist, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, ich habe euch Bilder gezeigt, so wie es aussieht, und da würde ich euch dann auch einfach bitten, eure eigene Meinung euch zu bilden, ob das denn wohl richtig sein kann oder richtig ist. Ich wäre mit meinen Ausführungen zu diesem Thema eigentlich jetzt weitestgehend am Ende und möchte das den Abend beenden oder den Vortrag beenden mit einem Zitat nochmal von Michael Faraday. Der hat auch mal gesagt, Vorträge, die wirklich lehren, werden nie populär sein und Vorträge, die populär sind, werden nie wirklich lehren. Ob es mir gelungen ist, euch etwas zu lehren oder beizubringen, weiß ich nicht. Müsst ihr selber beurteilen. Ob das Ganze interessant und populär war, keine Ahnung. Also auch das obliegt euch. Ich kann nur für meine Person hoffen, dass ich euch nicht gelangweilt habe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Und mir ist es wichtig, euch einfach mal aufzufordern, euren Blickwinkel mal zu ändern. Schaut euch Flammen einfach mal anders an, mit einem anderen Verständnis an vielleicht, wie ihr es bisher gemacht habt, und überdenkt vielleicht hier und da mal eure Löschtaktik, eure Brandbekämpfungstaktik mit dem Wissen eigentlich, was ist denn eigentlich so eine Flamme? Gut, bevor wir aber enden, möchte ich euch natürlich noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ob wir sie alle beantwortet kriegen oder ob ich sie alle beantworten kann, keine Ahnung. Ihr seht hier unten, nee, da, ich verstehe mich immer mit dem Spiegelverkehrten, da nochmal meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Wenn im Nachhinein noch Fragen sein sollten, dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich antworte auch nicht immer tagesgleich. Aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Ne? Wenn also noch Fragen sind, gerne per Mail oder selbstverständlich jetzt gerne hier. Also Feuer frei. Sibylle gibt mir die Fragen entsprechend weiter. Ja, erstmal von mir vielen Dank, Jürgen, für dieses tolle Online-Seminar. Ich finde das immer spannend und ich bedanke mich auch bei allen, die mitgemacht haben und sich so rege beteiligt haben. Ich glaube, das ist immer ein gutes Feedback auch für den Referenten, wenn dann im Chat ein bisschen was kommt und die Fragen, die gestellt werden, auch beantwortet werden oder mitgeraten wird. Ich fand das ganz toll und sehr kurzweilig, so ein interessantes Thema nahegebracht zu bekommen. So, ich habe hier noch etwas provokant von Thomas. Dann muss man ja die Brandklassen in Frage stellen. Dann gibt es ja eigentlich gar keine brennbaren festen Stoffe.
Ja, jein. Naja, doch, nee, die Brandklassen würde ich nicht in Frage stellen. Denn die Brandklassen ermöglichen uns ja den richtigen Einsatz von Löschmitteln. Und da sind wir eigentlich wieder mitten im Thema. Nehmen wir die Brandklasse A, fester, brennbarer Stoff. Was macht er? Er erzeugt Gas. Das macht die Flamme. Wie kann ich die löschen? Naja, ich muss den festen, brennbaren Stoff kühlen. Also mit dem optimalen Löschmittel Wasser. Das Wasser nur in die Flammen zu gießen, ist nicht Ziel, sondern ich muss das Wasser auf das bringen, was brennt. Ja, das bringt man den Leuten ja in jedem Feuerlöschertraining bei. Lösch nicht die Flammen, lösch das, was brennt. Also so ganz überflüssig und so ganz falsch sind die Brandklassen, glaube ich nicht. Aber ja, es ist immer nur Gas und Dampf, was ich als Flamme sehe. Deshalb sind Feuer und Flamme zwei Paar Schuhe. Es kommt ganz viel Lob und viel Dank an dich von Leonie, von Stefan, von Rainer. Der Anonymous schreibt, ganz toller Dozent, der die Themen super interessant rüberbringt, durfte ich auch schon beim EDF Strömungspfade in Klammern genießen. Vielen Dank. Danke. Es ist also ein Genuss. Es ist sehr schön, es freut uns. Das ist super. Dankeschön, Dankeschön. Freut mich. Es kommt noch eine Frage rein von Nils. Wäre bei Zimmervollbränden ein B-Rohr zum Fensterimpuls sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Viel hilft viel. Auch beim Fensterimpuls, auf alle Fälle. Je mehr Wasser du reinbringen kannst, umso besser. Ich weiß, wir haben jahrelang was anderes beigebracht bekommen. Ich weiß, das ist provokant. Ich weiß, das wollen viele auch nicht hören. Es ist so. Und ich sage auch eins, die Zukunft der Brandbekämpfung wird beim Vollstrahl liegen. Ich habe gerade eine ganz interessante Studie aus den Niederlanden bekommen, vom dortigen Institut in Arnheim, wo genau das im Grunde genommen bei rauskommt. Und da reden wir auch von Rauchgaskühlung mit Vollstrahl. Aber das ist im Moment noch erstmal eine Studie. Ich meine, die Studie ist eindeutig. Da will ich mich jetzt auch noch nicht zu äußern. Da machen wir zu einem späteren Zeitpunkt mal was zu. Aber da kommt noch so ein bisschen was. Ja, B-Strahl, bitteschön, Fensterimpuls. Immer gerne. Tom bedankt sich auch für den interessanten Vortrag, sehe Flammen jetzt aus einem neuen Blickwinkel. Schön. Thorsten, sehr gute und nutzbare Hintergrundinfos zu einem vermeintlich einfachen Thema. Das denke ich auch. Ich glaube, der Titel, der verrät nicht unbedingt, was wirklich dahinter steckt. Toller Vortrag. Und Finn K., den kennst du vielleicht. Es wurde echt gut vorgetragen. Ich selber wurde auch von Jürgen zum Feuerwehrmann ausgebildet und bin Okay. jedes Mal von deinem Fachwissen beeindruckt. Ja, danke schön. Ja, man trifft sich immer wieder irgendwie, ne? Auf jeden Fall. Und wenn es nach Jahren ist. Genau. Ich glaube, das war wirklich ein toller letzter Feierabend. Vielen Dank, Jürgen. Ja, sehr, sehr gern geschehen. Es freut mich sehr, dass so viel Lob von eurer Seite kommt. Ihr dürft auch gerne sagen, wenn euch was nicht gefallen hat, denn nur dann kann man etwas verändern oder verbessern. Ihr dürft mir auch gerne eine Mail schreiben, wenn ihr hier nichts sagen möchtet oder nichts wollt. Ganz herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Mitmachen vor allen Dingen. Denn nur wenn ihr mitmacht, kann ein solcher Vortrag auch lebendig sein und funktionieren. Und ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Sibylle für die Moderation im Hintergrund und auch beim Stefan für die Technik. Nochmal sorry für diesen Ausfall. Ich kann ihn nicht erklären, aber dafür habe ich auch viel zu wenig Ahnung von der Technik. Ich darf euch allen frohe Weihnachten wünschen, einsatzfreie Feiertage und auch jetzt schon von hier aus einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz herzlichen Dank und schönen Restabend euch noch. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Jürgen. Dir auch. Frohe Weihnachten. Dankeschön, Sibylle. Bis zum nächsten Mal. Benne aus Nettelstedt sagt noch zum Schluss, ich dachte erst, es wird langweilig, aber man wurde sehr gut mitgezogen bis zu dem Zeitpunkt, wo es sehr interessant wurde. Schön. Ja, finde ich auch. Dann hoffe ich, wir sehen uns alle nächstes Jahr gesund wieder. Hier beim Feierabend oder bei einem unserer Präsenzseminare. Das wäre toll. Wie gesagt, wir streuen alles nochmal über die sozialen Medien und auch auf unserer Homepage.
Gerne buchen, vorbeischauen, gucken, was euch gefällt. Und dann sehen wir uns alle wieder. Olaf schreibt auch ein sehr interessantes und informatives Seminar. Rainer schreibt, ich bin begeistert, dass der VDF so etwas macht. Herzlichen Dank auch an die Veranstalter. Super, vielen Dank. Freut uns natürlich auch, dass es so gut ankommt. Okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns so langsam. Vielen Dank für das positive Feedback, fürs Durchhalten, dass ihr den Abend oder den Anfang des Abends mit uns verbracht habt. Allen frohe Feiertage. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr alle gesund wieder. Ich sag mal Tschüss.